Das bleibt natürlich hängen. Als ob ich die Helba oder die Königliche da hängen lasse. Ah. Dann haben wir das ganze königliche Set voll. Wenn ich alle drei Sachen hängen lasse. Sturm ist bereit. Ich muss leider. Dann muss ich aber mein antikes Schwert mitnehmen. Das ist so teuer gewesen. Naja. Wie auch immer. Machen wir es so. So, dann geht's mit dem Bogen weiter. Haben wir vom Leuenbogen schon ein Bild gemacht. Hakenbogen. Von dem müssen wir, glaube ich, auch noch eins machen. Mhm. Der Gerudo, der wurde es kaputt gemacht, sozusagen. Aber vom Gerudo habe ich schon ein schönes Bild, oder? Handbuch. Ja. Da haben wir ein schönes Bild. Nur von dem leider nicht mehr. Ischinbogen. Wo auch immer ich den da gelassen habe. Wenn ich ihn irgendwann mal finde, nehme ich ihn mit und mache Bilder noch schöne. Aber wir haben ihn ja sozusagen. So, wo ist jetzt der Boss eigentlich reingemacht? Hier hinten auf der letzten Seite. Ja, wusste ich es auch. Die letzte Bild. Alle anderen sind die anderen Bosse hier. Die wollen wir halt nicht haben. Hier haben wir zwei weitere Bilder von Bosse, die noch nicht benannt wurden. Also einmal wird es Ganon sein, definitiv. Ja. Und die haben wir jetzt auch endlich. Die Fluch Boglin, Fluch Moblin und Fluch Exalfos. Hier haben wir übrigens das Stahlhinox, leider ein scheiß Bild, ich weiß. Wenn wir es irgendwann mal wieder finden, dann mache ich dann ein schöneres Bild. Okay. Glassirock. Ach, das Bild habe ich ja gekauft, stimmt. Ich habe da und da ist das Bild, wo der mir den Stein an den Kopf geworfen hat. Hier fehlt ja noch irgendwo der... Stimmt, der Jägeroffizier fehlt mir ja auch sozusagen. Nicht der Jägeroffizier, sondern der Jägerboss. Der fehlt mir auch, denn von dem habe ich auch kein Bild gemacht. Stimmt. Nano-Wächter 4.0, 3.0, 2.0 und normale Wächter. Also fehlt der mittlere noch. Das Frack haben wir. Das Geschütz. Der Flieger. Der Läufer. Was fehlt denn da? Ach, ich weiß, was da fehlt. Der Mini. Die beim Vulkan rumgeflogen sind. Von denen hätten wir auch Bilder machen sollen. Ich glaube aber, die gibt es nochmal im Schloss, laut Lösungsbuch. Stimmt. Aber ansonsten sind wir ziemlich weit. Also hier fehlen nicht mehr viele, hier fehlen noch ein paar halt. Da fehlt da wahrscheinlich der Eismagier, fehlt noch. Und sonst ein paar Gegner, so Standardgegner fehlen halt. Bei denen man gar nicht glaubt, dass da noch ein Bild fehlt oder so. Boah, das ist auch ein nices Bild. Boah, das sieht, vor allem der Schuss oben, man sieht noch die Kugel, wie sie fliegt. Schönes Bild. Ja, Tiere, da fehlen noch einige. Weil da halt auch Insekten und Vögel und alles dazu zählt. Leider. Obwohl, so viele sind es gar nicht mehr. Sind es noch vier? Was haben wir hier? Fünf und zwei sind sieben. Was haben wir? Elf. 17. 20. Ja, es geht. Es füllt sich auch langsam. Zutaten, haben wir das schon alles? Nein. Es fehlt noch immer einige Zutaten. Ja, kriegen wir auch hin. Die meisten haben wir ja. Sollten wir irgendwas mal finden. Theoretisch könnten wir auch hergehen und einfach alles, was wir jetzt in der Tasche haben, auf den Boden werfen und gucken, ob wir irgendwo ein Bild machen müssen.
Rein theoretisch. Boah, das sieht aber voll schön aus, das Bild. Aber das ist doch sicherlich nicht von mir, oder? Das ist doch gekauft, oder? So schönes Bild. Sieht aus, als ob es aus Google wäre oder so. Als ob man einfach, keine Ahnung, Blume eingegeben hätte auf Google. So gut sieht das Bild aus. Ja, da haben wir noch die Prinzessin in den Enzianen. Schön, okay. Dann sind wir ja sozusagen ziemlich gut dabei. Dann machen wir es jetzt halt so. Wir gehen jetzt ja eh bald in den Wald und dann können wir unsere. Was kann man hier machen? Ach, hier kann ich auch die ganzen Module auswählen oder was? Oh, interessant, da war ich noch nie. Okay. Nun, es gibt. Zwei Quests, die wir noch machen müssen. Und wenn wir die erledigt haben, dann geht's in Wald. Ja, fast. Vielleicht noch eine Nebenquest oder so. Schauen wir mal. Und zwar müssen wir, glaube ich, mit ihr reden. Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Das ist doch viel zu weit weg, um ganz allein dahin zu gehen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Finde Kiel. Das erinnert mich irgendwie an Windfaker. Haben die nicht ja auch so geschrien? Irgendjemand hat es gesagt. Auch das ist hundertprozentig ein Easter Egg. Der oder die Kiel wird mir hundertprozentig auch bei dem Schrein helfen, der da oben versteckt ist, mit ihrem Lied. Ach, da bist du ja. Hi. Jetzt reicht's! Diese blöden Gänse! Meine Schwester und ich hatten ausgemacht, zusammen singen zu üben, aber nicht eine von ihnen ist gekommen. Wir müssen doch bald dem Häuptling bei den Brüderfelsen das Lied vorsingen. Wenn wir nicht üben, wird das eine völlige Blamage. Du siehst aus, als wärst du dumm genug, ich meine, nett genug, mir zu helfen. Sag meine Schwester im Dorf der Orni, dass sie nicht unsere Übungsstunden schwänzen dürfen. Auf mich hören sie ja nicht, aber wenn ein flotter Typ wie du das sagt, kommen sie sicher. Die einzige, bei der ich mir Sorgen mache, ist Gendi. Ich wette, sie ist in der Küche und blärt dort rum. Ich will Knusperlachs! Sie ist ganz launisch und will nicht mal an unserem Gesangsvortragen teilnehmen. So, sie ist so nervig. Okay. Keine Lust zum Fliegen. So. Du hast Kiel gefunden? Dann war sie also wirklich bei den Brüderfelsen. Mit ihr hat man wirklich nichts als Sorgen. Kann ich dir das hier als Dank für deine Hilfe anbieten? Violetta Rubin. Wenn ich weiß, wo sie ist, bin ich beruhigt. Ich danke dir. Und das war die Quest schon. Das Einzige, was wir jetzt halt noch haben, ist ein hier. Kiel, jüngste der fünf Schwestern im Dorf der Orni, ist wütend, weil ihre Schwestern nicht zur Gesangsprobe gekommen sind.
finde die älteste Schwester Nan, die zweitälteste Kan, die drittälteste Genli sowie die viertälteste Schwester Gurli und richte ihnen aus, dass sie Kiel treffen sollen. Die vier befinden sich irgendwo im Dorf. Schauen wir mal. Guten Tag. Alle sagen, Warmedo greift uns nicht mehr an. Mir ist ein Stein von Herzen gefallen, als ich das gehört habe. Oh, ich habe dieses alte Lied gesungen, ohne es zu merken. Hast du mich gehört? Erzähl mir mehr. Oh, wie peinlich. In Ordnung, dann los. Der Orniturm, schlank und schwarz, die Mittagssonne enthüllt sein Herz. Das Lied hat noch eine Strophe, aber die fällt mir gerade nicht mehr ein. Wenn du sie unbedingt hören willst, könntest du es einmal bei meiner Schwester Lysa versuchen. Das Rätsel des Onilids, auch wieder eine Schreinaufgabe. Nun denn, Damon-Kind. Hey! Tack. Ja, gute Antwort. Wer andere ordentlich grüßt, ist eine gute Person, sagt Papa immer. Papa ist endlich zurück von seiner Arbeit. Aber leider hat er sich bei der Arbeit verletzt. Aber es geht ihm schon viel besser. Also können wir bald wieder beim Flugplatz spielen gehen. Komm doch später auch vorbei, wenn du Lust hast. Oh, servus. Tiba. Oh, der Häuptling hat dir also den Adlerbogen anvertraut. Das Ding ist zu schwer, um es im Fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich genauso schnell und stark wie der große Revali wäre, sähe die Sache anders aus. Bei unserem Kampf gegen Medo konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst sein volles Potenzial vielleicht ausnutzen. Möge er dich immer begleiten, zusammen mit dem Geist der Orni. Nun denn, meine Wunden sind geheilt. Da ist es mal wieder an der Zeit, mit Tulin zum Flugplatz zu gehen. Ich hoffe, Tulin wird einmal ein tüchtiger Krieger wie der große Revali. Viel Spaß. Komm, Tulin, wir gehen zum Flugplatz. Wirklich, Papa? Hippie! Also dann, Link. Wir sehen uns auf dem Flugplatz. Du kommst auch, ja? Du musst. Ach ja. Suchen wir weiter. Finde aber irgendwie keine Kinder. Würde mal sagen, fangen wir ganz unten an. Schon eine Typ? Mm-mm. Guck mal, ich habe Ziegenbutter bekommen. Hm? Warum ich nicht das Lied übe? Oh je, das hatte ich ja ganz vergessen. Nimm du bitte die Ziegenbutter, damit kannst du einen tollen Knusperlachs zubereiten. Den solltest du dann Genli in der Küche servieren. Wenn sie erstmal satt ist, will sie bestimmt auch wieder singen. Nan ist leider irgendwohin abgehauen, nachdem sie ihren Teil der Zutaten besorgt hatte. Wahrscheinlich übt sie wieder an einem hohen Ort das Lied. Wollte Maxi-Lachs fangen gehen. Ich nehme an, sie versucht ihr Glück an dem kleinen Teich am Eingang des Dorfes. Ziegenbutter haben wir noch. Okay. Also an einem hohen Ort und unten am Teich. Dann gehen wir mal runter. Hup.
Hier draußen, oder wo? Ja, da haben wir sie doch. Hoppladi, hopplo, lado. Ich habe einen Maxilachs gefangen. Hm, was willst du? Ich soll das Lied üben gehen? Ah, das hatte ich ja über die Aufregung mit dem Fisch ganz vergessen. Oje, ich sollte schleunigst zu Kiel laufen. Die wird sauer sein. Hier, nimm diesen Maxilachs und mach Genli einen schönen Knusperlachs damit. Ich hoffe, dann kriegt sie sich endlich mal wieder ein. Also dann, viel Erfolg beim Kochen. Maxilachs erhalten. Genli ist in der Küche und ganz oben ist nochmal jemand. Ich schätze mal, da ganz oben. Es hieß ja, sie sind alle im Dorf, also von daher. Kann ja dann eigentlich nur ganz oben da sein. Ich frage mich, wie die da hochgekommen ist. Kann die so hoch fliegen schon? Also hier oben ist niemand. Ich näher mich dem doch gar nicht. Ich flieg doch gerade weg. Ich möchte nur durchschauen, ob sie da vielleicht irgendwo sitzt. Nein. Was haben wir denn hier gefunden? Ciao. Ja, irgendwo muss sie ja sein. An einem hohen Ort. Wo ist denn hier die Küche? Nein. Ach, hier. Willst du eine Geschichte hören? Schön, das wollte ich hören. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war's. Ja. An der Stelle bin ich immer eingeschlafen, aber, ich weiß genau, welcher große Baum das war. Der große Baum da, kannst du ihn sehen? Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen Vogel geflogen.
Was war bloß im Bauch des Vogels? Meinen Opa kann ich nicht mehr fragen. Es ist traurig, ich werde es nie erfahren. Der einsame Baum, auch eine Schreinaufgabe. Wo ist denn hier jetzt die Küche? Ach, das wahrscheinlich hier. Hunger, Hunger! Ich will Knusperlachs! Was? Kiel will, dass ich das Lied überkomme? Nö, ohne meinen Knusperlachs gehe ich nirgendwo hin. Ich habe meinen Schwestern gesagt, ich würde zum Üben kommen, wenn sie mir einen Knusperlachs machen. Da sie sind sie wirklich losgezogen, um die Zutaten zu kaufen. Deshalb sind sie jetzt nicht mehr hier. Ach Menno, ich habe keine Lust auf Singen, aber auf einen schönen heißen Knusperlachs dafür umso mehr. Wo sie die Zutaten kaufen wollten? Natürlich bei Frechspatz. Mit den spatzmäßigen Preisen. Okay. Sorry. Na, übt wahrscheinlich an einem... Nanne übt wahrscheinlich an einem hohen Ort das Lied. Müsste bei dem Teich am Eingang des Dorfes sein, um dort Fische zu fangen. Und kann mir mal jemand sagen, wie das Rezept geht zum Beispiel? Misas Kochbuch. Nein. Steht leider nichts dabei. An einem hohen Ort. Ja, wo ist ein hohen Ort? Keine Ahnung, wo die sind. Vor allem, wie das Rezept geht, habe ich auch keine Ahnung. Aber das ist jedenfalls mal die Küche. Topfdeckel. Bild. Wo ist denn Nan? Ich habe echt keinen Plan. Kiels Schwestern organisieren gerade die Zutaten für einen Knusperlachs. Genli weigert sich, Singen zu üben, wenn sie keinen Knusperlachs bekommt. Deshalb habe ich die anderen losgeschickt, um die Zutaten zu holen. Ob sie wohl klarkommen? Ja, frage ich mich auch. Ach, da oben. Gefunden. Ja! La 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 lula lula la. Das war die Rückkehr des Helden nach der Besänftigung des Monstervogels, Strophe 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verehrtes Publikum. Was? Unsere Gesangsübungen bei den Brüderfelsen? Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber meine Schwester Genli wollte unbedingt Knusperlachs essen. Da mussten wir uns aufteilen, um die Zutaten zu kaufen. Ich habe meinen Teil schon längst erledigt. Deshalb übe ich jetzt hier ein wenig unser Lied. Ich hätte Kiel wohl Bescheid sagen sollen. Ich werde schnell zu ihr gehen. Ach ja, ich gebe dir diesen Tabanta-Weizen. Bitte koch einen tollen Knusperlachs für Genli. Denn wenn sie denn nicht bekommt, weigert sie sich mit uns, das Lied zu üben. Naja, eigentlich glaube ich, dass es nur ein Vorwand. Aber egal, viel Erfolg.
Genau, mehr wollte ich doch gar nicht. So, dann gehen wir mal in die Küche. Und dann hoffen wir, dass wir es hinkriegen mit dem Machen von dem Lachs. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie der eigentlich geht. Den haben wir schon. Ich rate einfach mal. Speichere aber davor, wegen den Zutaten.